aus Frankfurt nach Amsterdam geflüchtet, in der Hoffnung, dem Grauen des Nationalsozialismus zu entkommen, versteckt sich im Hinterhaus der Prinsengracht 263 die jüdische Familie Frank. Otto Frank, mein Vater, die ganze Familie Frank, das waren Deutsche. Sie waren in erster Linie Deutsche, nicht Juden. Aus Tagen werden Wochen, werden Monate, werden Jahre im Versteck. Es war natürlich ein emotionales Auf und Ab, dieses tägliche Wechselspiel aus Angst und Hoffnung. Freunde werden zu Helfern in einer Zeit, in der die jüngste Tochter der Familie ihren Platz am Schreibtisch gefunden hat. Hier schreibt Anne Frank ihr Tagebuch. Bis zum Verrat. Es folgen Verhaftung, Gefängnis und schließlich die Deportation ins Ungewisse. Weiter nach Osten, das wusste man, bedeutet Tod, bedeutet Vernichtung. Ins Konzentrationslager verschleppt, durchlebt Anne unmenschliches Grauen. Deine Freundin Anne Frank ist hier neben uns. Und ich war ganz außer mir. Anne Frank ist in der Schweiz bei der Oma. Am Ende bleiben Tod und Zerstörung. Und doch hat etwas von Anne überlebt. Ihre Tagebücher. Amsterdam im Mai 1945. Nach der Kapitulation der Deutschen befreien kanadische Truppen die besetzte Hauptstadt der Niederlande. Der Zweite Weltkrieg ist endlich vorüber. Auch Anne Frank hätte hier an ihrem Wohnort in Amsterdam Süd die lang ersehnten Retter begrüßt, hätte ihnen zugejubelt und gelacht, wäre sie noch am Leben. Frankfurt in den 20er Jahren. Nach dem Ersten Weltkrieg ist der Wiederaufbau in vollem Gange. Die goldenen 20er ebnen der deutschen Kunst und Kultur den Weg zurück in die Welt. 1889 geboren und unversehrt aus dem Offiziersdienst im Krieg zurückgekehrt, erlebt auch der jüdische Bankierssohn Otto Frank die Blütezeit des Neuanfangs seiner Heimatstadt. Otto und seine Geschwister sind nun wirklich in einem sehr angenehmen Umfeld aufgewachsen, haben Sprachen gelernt, sind eben mit Kultur in Berührung gekommen, mit deutscher Kultur, mehr als mit jüdischer Kultur. Schon die Mutter von Otto Frank war, glaube ich, ausschließlich bei ihrer Hochzeit in der Synagoge. Otto Frank hat nicht mal Bar Mitzwa gefeiert, also die jüdische Religion hat im Grunde keine Rolle in der Familie gespielt, sondern man war eine deutsche etablierte Familie. Man hat sich sehr mit dem Heimatland verbunden gefühlt. In Aachen wächst Edith Holländer als jüngstes von vier Kindern in einem wohlhabenden Elternhaus auf. Ihr Vater Abraham ist ein prominentes Mitglied der jüdischen Gemeinde und der Glaube spielt in Ediths Familie eine wichtige Rolle. Sie war schon eine im Leben stehende junge Frau. Sie war allerdings schüchtern, zurückhaltend, aber er muss wohl ein sehr, sehr herzliches Wesen gehabt haben und auch sehr viel mehr Humor, als im Allgemeinen erwähnt wird. Am 12. Mai 1925 heiraten Otto Frank und Edith Holländer in einer Aachener Synagoge. Es ist eine arrangierte Hochzeit, die in erster Linie Otto Frank und seiner Familie zugutekommen soll. Die Familie Frank war in finanzieller Bedrängnis durch die Probleme, die die Bank hatte. Die Familie Holländer war zu der Zeit also sehr etabliert. Und Edith Frank war, wie man heute sagen würde, einfach eine gute Partie. Ja. Und sie hat offenbar wirklich sich in Otto Frank verliebt. Otto und Edith ziehen gemeinsam nach Frankfurt. Und kaum ein Jahr später, am 16. Februar 1926, wird ihre Tochter Margot Betty geboren. In Sachen Kindererziehung haben die Eltern ähnliche Vorstellungen. Margot ist in einer Nachbarschaft aufgewachsen mit Lehrerkindern, mit Arbeiterkindern, also in einem sehr gemischten Umfeld. Und Natur hat eine große Rolle gespielt in der Vorstellung, was einem Kind gut tut. Sie sollen also viel draußen sich aufhalten, viel draußen spielen.
Also sie haben sich auf jeden Fall da, glaube ich, gut abgesprochen und auch gut gefunden. Am 12. Juni 1929 bekommt die dreijährige Margot schließlich ein Schwesterchen. Annelies Marie zeigt früh eine Eigenwilligkeit, die den Eltern zunächst fremd erscheint. Anne war einfach von Natur aus ein unruhigeres Baby schon. Sie hat schlecht geschlafen, sie hatte viele Koliken, sie hat einfach im Unterschied zu Margot die Mutter sehr viel mehr auf Trab gehalten. Oder auch die Kinderschwestern, ja, weil sie hatte ja noch Personal zu der Zeit, die Edith Frank. Und eben schon ihr schwankenderes, unruhigeres Wesen schon sehr früh gezeigt. Das hat die Mutter zeitweise sehr gefordert. Anne hat aber dann schon auch als kleines Kind ihr recht aufmümpfiges Wesen gezeigt. Sie konnte sehr lustig sein, sehr unterhaltend sein, aber sie war auch sehr bestimmt. Wenn sie etwas wollte, dann hat sie das auch mit Tränen und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht durchzusetzen. 30. Januar 1933. In Berlin feiern die Nationalsozialisten den Tag der nationalen Erhebung. Ihre Partei ist weiter auf dem Vormarsch. Adolf Hitler, Führer der NSDAP, ist zum Reichskanzler ernannt worden. Am 5. März wird mit der Reichstagswahl die Machtübernahme der Nazis perfekt. Mit Hitler an der Spitze hofft Reichspräsident Paul von Hindenburg auf eine gefestigte Struktur innerhalb der Reichsregierung. Die Anhängerschaft der NSDAP ist groß und nimmt angesichts der Versprechungen auf eine bessere, sichere Zukunft weiter zu. Hitler braucht einen Sündenbock für die Wirtschafts- und Identitätskrise der Deutschen. Es ist das einfachste Mittel, um Gruppen zu bilden und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Hitler bedient sich dieses Plans, der rasch aufgeht. Die Deutschen lassen sich vom Judenhass der Nazis mitreißen. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. So einst Heinrich Heine, der Lieblingsdichter von Otto Frank. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Otto Frank hat sehr genau die politische Situation besorgt beobachtet und innerhalb der Familie offenbar auch sehr beraten. Es sind ja alle Familienmitglieder emigriert, schon 33, beziehungsweise seine Schwester, ja aus wirtschaftlichen Gründen mit dem Ehemann schon sogar vor 33. Die sind einfach in die Schweiz gegangen, um dort für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten. Und das war im Grunde Otto Franks Glück. Ottos Schwager Erich Elias übernimmt in Basel die Filiale der Firma Opekta, ein Geliermittel, das nun auch in Holland Erfolg haben soll. Erich schlägt Otto die Filialleitung in Amsterdam vor. Es kam ihm natürlich sehr gelegen. Er hatte ja Beziehungen zu Holland, weil er schon 1923 versucht hat, da eine Filiale der Frankschen Bank aufzubauen. Das ist damals schiefgegangen, aber dadurch hatte er schon ein bisschen Beziehung zur Sprache, hatte auch schon Kontakte nach Amsterdam. Und deswegen lag das für ihn sehr nahe. Außerdem hat er als politisch denkender Mensch gedacht, Holland war im Ersten Weltkrieg neutral, es wird ja hoffentlich neutral bleiben, was auch immer passiert. Also dort bin ich gut aufgehoben. Die Familie zerstreut sich in deutsche Nachbarländer, um der drohenden Verfolgung in ihrer Heimat zu entfliehen. Annes Cousin Buddy erinnert sich an die Hilflosigkeit, der sie sich gegenüber sahen. Otto Frank, mein Vater, die ganze Familie Frank, das waren Deutsche.
Sie waren in erster Linie Deutsche, nicht Juden. Meine ganze Familie, alle meine Onkels, mein Vater waren im Ersten Weltkrieg, haben für Deutschland gekämpft. Und sie waren begeisterte Deutsche, wollten nie etwas anderes sein. Aber als dann 1933 die SS oder die SA vor Otto Franks Haus vorbeimarschiert mit dem Lied »Wenn's Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's noch mal so gut«, da wusste auch Otto Frank, dass er weg musste. Und das war natürlich furchtbar für die Familie. Die Margot ist in Frankfurt noch in die Schule gegangen, die Schwester von Anne. Und sie ging schweren Herzens weg. Doch für Otto Frank gibt es keine Alternative. Sie müssen gehen, sich in Sicherheit bringen. Also beginnt Otto im Sommer 1933 damit, alles Nötige für den Umzug nach Amsterdam in die Wege zu leiten. Es war ja alles noch trotz allem sehr unsicher. Wird er in Holland Fuß fassen? Wird dieses doch eher ungewöhnliche Produkt, nämlich eine Einkochhilfe für Marmelade, wird das die Familie ernähren können? Das war für ihn sicher eine sehr schwierige Zeit. Er musste ja alles erst etablieren. Die Filiale fasst schließlich Fuß und Otto Frank lässt die niederländische Opekta Aktiengesellschaft bereits im September ins Register der Handelskammer eintragen. Zusätzlich zum Marmeladengeschäft kommt bald das saisonunabhängige Gewürzgeschäft hinzu. In der Prinzengracht 263 findet Otto später ein geeignetes Bürogebäude, wo er die Firmen Opekta und Pektakon leitet. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern treibt Otto Frank die Geschäfte voran und verzeichnet erste Erfolge. Aus Otto und seinen Mitarbeitern Viktor Kugler, Mip Ries und Beb Voskeil werden bald Freunde. Johannes Kleimann und Otto sind bereits seit einigen Jahren freundschaftlich verbunden. Johannes Kleimann kannte er schon seit 1923. Den hat er, als er damals seine Bank in Holland oder eine Filiale in Holland gründen wollte, kennengelernt und mit ihm gearbeitet. Und er war ein Freund. Ja, der ist 38 dann wieder ins Unternehmen eingestiegen und die waren, also es war zwar immer auch ein Chef-Angestellten-Verhältnis, aber ein sehr enges, sehr vertrauensvolles, sehr herzliches Verhältnis. Viktor Kugler hat, bevor er bei Opekta begonnen hat, ja schon 33, in Utrecht gearbeitet, bereits auch für diese Geliermittelfirma Pomosin. Und er, Kugler selber, sollte ja eigentlich Otto Franks Mission in Holland erfüllen. Das ist ihm irgendwie nicht gelungen. Und warum er so klaglos bereit war, dann eben sich unterzuordnen und für Otto zu arbeiten, ist eigentlich ein bisschen im Dunkeln. Aber das hat ja offenbar ganz gut geklappt, dass Kugler dann einfach zum Mitarbeiter von Otto Frank wurde. Kugler war allerdings aus heutiger Sicht sehr altmodischer, sehr korrekter und auch sehr unter Druck stehender Mensch. Beb war auch eine Buchhalterin bei Opekta, war die älteste von 8 Geschwistern. Zu Hause waren die Dinge zwar geordnet, aber doch, glaube ich, sehr arm. Und die wird beschrieben als eine sehr stille, zur Nervosität neigende, ja, also zart beseitete Person, die aber sehr zielstrebig, sie wollte eigentlich sich rausarbeiten aus diesen doch sehr armen Verhältnissen und hat halt für sich und ihr Leben sehr kämpfen müssen. Miep Ries ist zu Beginn ihrer Arbeit für Opekta gerade 24 Jahre alt. Miep fasst schnell Vertrauen zu Otto Frank. Obwohl sie zu ihm aufblickt, begegnet Otto ihr auf Augenhöhe. Otto Frank hatte offenbar eine sehr liebenswürdige Art, sich um Menschen zu kümmern, auf Menschen einzugehen und ein persönliches Verhältnis eben zu schaffen zu seinen Mitarbeitern, zu allen möglichen Leuten, denen auch geholfen hat. Und von Seiten Familie Gies war es so, dass sie den Otto Frank sehr verehrt haben, sehr hochgestellt haben und sehr bewundert haben. Edith Frank ist schon eine Weile damit beschäftigt, in Amsterdam eine Bleibe für sich und ihre Familie zu finden. Im Februar 1934 ist es dann soweit.
Familie Frank ist im Mervede Plain 37, ihrem neuen Zuhause, angekommen. Die Juden, die noch in Deutschland leben, bekommen den Rassenhass immer deutlicher zu spüren. Die Propaganda der Nazis fällt auf fruchtbaren Boden. Nicht nur, dass jüdische Geschäfte boykottiert werden, nun geht es um den einzelnen Menschen. Vor ihm wird gewarnt, gegen ihn wird gehetzt, er wird entwertet, gedemütigt, erniedrigt. Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Der Wahnsinn nimmt das grausame Gesicht der Masse an und nimmt unaufhaltsam seinen Lauf. In Amsterdam fühlt sich Anne Frank derweil zu Hause. Sie schließt schnell Freundschaften, teils mit anderen Emigrantenkindern, teils mit Holländerinnen. Und verlebt schöne Jahre am Mervede Plain. Die Eigenwilligkeit von damals bleibt ihr erhalten, ebenso wie ihre unterhaltsamen Ideen zum Zeitvertreib. Anne war ein sehr vergnügtes, sehr lustiges Mädchen, sehr intelligent, aber überhaupt nichts Außergewöhnliches. Also heute ist sie ja fast eine Ikone überall in der ganzen Welt. Sie wird verehrt und geliebt, aber sie war total normales Mädchen, wie jedes andere Mädchen auch. Wir haben sehr nett zusammen gespielt. Sie hatte mal dann, ich kann mich erinnern, eine sehr lustige Idee. Sie hat mich gebeten, ich solle doch an den Schrank von der Großmutter gehen und ein Kleid anziehen von der Omi und einen Hut und sie imitieren. Und das habe ich dann gemacht. Sie können sich vorstellen, wie ich in einem Kleid von der Großmutter ausgesehen habe. Das hat sich sehr amüsiert. Anne war bestimmt beliebt innerhalb ihres Freundeskreises. Andererseits war sie auch eine sehr anstrengende Freundin. Sie war wohl ein sehr besitzergreifendes Mädchen und brauchte das Gefühl, geliebt zu sein, sehr stark, stärker als andere Menschen. Brauchte das Gefühl, beste Freundin zu sein. Gab es durchaus auch Situationen, wo es dann eben Neid und Zwietracht gab, weil die eine sich erlaubt hat, mit einem anderen Mädchen zu sprechen. Also sehr viel Eifersucht war da durchaus auch im Spiel. Im neuen Wohnviertel am Mervede Plain leben viele Emigranten aus Deutschland. Hanna Goßler lernt Anne im Kindergarten kennen. Sie werden Freundinnen. Anne war ein kluges, nettes, hübsches, vorlautes, kleines Mädchen. Und zwar hat meine Mutter immer gesagt, der liebe Gott weiß alles, aber Anne weiß alles besser. Und so war sie, verstehen Sie? Ein bisschen katzig ab und zu, aber ganz normal. Also wirklich, es war schön, mit ihr befreundet zu sein. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Dann haben wir uns immer an der Straßenecke getroffen. Sie wollte immer Aufmerksamkeit haben, nicht? In der Schule. Dann konnte sie so ihre Schulter aus dem Gelenk rollen. Und dann, wenn alle geguckt haben, man hat nichts gesehen, man hat nur immer gehört, nicht? Knack, 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 knack. Dann war sie begeistert. Und sie hat auch immer geschrieben. Dann saß sie so da, hat die Hand vorgehalten, hat geschrieben. Und wenn jemand gewagt hat zu fragen, was schreibst du da, dann hieß es, das geht euch gar nichts an. Im Laufe der Zeit gibt es immer weniger Probleme mit der Fremdensprache, zumindest bei den Kindern. Die Kinder haben es natürlich ganz selbstverständlich gelernt und sehr schnell gelernt. Anne ist ja sowieso erst mit der holländischen Sprache in die Schule gekommen. Für Margot war das sicher am Anfang eine Umstellung und auch ein anstrengender Lernprozess. Aber das ging auch bei Margot, die sowieso eine grandiose Schülerin war, sehr schnell. Otto Frank hat im Berufsleben, war gezwungen, die Sprache zu lernen. Und Edith, die nun die meiste Zeit zu Hause war, die hatte sicher mit Abstand das größte Problem. Edith, 11 Jahre jünger als ihr Mann, ist oft sehr einsam. Sie vermisst ihre Familie in Aachen
und fühlt sich noch immer fremd in Amsterdam. Tatsächlich sind natürlich die Immigranten, gerade die Frauen, meistens doch unter sich geblieben. Das wird gerne zitiert, haben den alten Zeiten nachgeweint, als sie eben Personal hatten und es ihnen großartig ging. Und nun waren sie eben schon räumlich so beschränkt. Ja, viele sind von großen Häusern zu Hause in kleine Mietwohnungen gezogen, mussten sich da schon sehr umstellen. Außerdem haben die Holländer grundsätzlich ein eher einfacheres Leben geführt als die Berliner und Frankfurter Juden, nicht? Die zum Teil eben schon sehr etabliert waren und sehr viel aufgeben mussten. Und das war gerade für die Frauen schwer. Edith schreibt regelmäßig nach Deutschland. Doch der Kontakt in die geliebte Heimat nimmt im November 1938 ein jähes Ende. Als die Nazis Synagogen in Brand stecken und anschließend 30.000 Juden in Konzentrationslager verschleppen, schickt Edith keine Briefe mehr nach Aachen. Tausende in Deutschland lebende Juden suchen nach den Novemberpogromen in den Niederlanden Zuflucht. Aus der Diskriminierung ist eine systematische Verfolgung geworden. In Deutschland können die Juden nicht bleiben, sie müssen fliehen vor den Nazis und vor einem drohenden Krieg. Die Niederlande waren im Ersten Weltkrieg neutral. Sie werden es, so hofft man, sicher bleiben. Es ist die Flucht vor einem Regime und einem Mann, der im Januar 1939 unmissverständlich wird. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Am 1. September überfallen deutsche Truppen Polen. England und Frankreich stellen Hitler ein Ultimatum. Sofortiger Rückzug oder sie erklären Deutschland den Krieg. Hitler reagiert nicht. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Wie erwartet bleiben die Niederlande neutral. Doch am 10. Mai 1940 überfallen deutsche Fallschirmjäger ohne jegliche Vorwarnung die Niederlande. Der Neutralität zum Trotz. Rotterdam, einer der wichtigsten Eckpfeiler der Festung Holland, wird am 14. Mai bombardiert. Über 90 Tonnen Bomben zerstören die Altstadt. Zehntausende Häuser brennen aus. Die Streitkräfte sind zu klein. Der Widerstand gegen die Nazis ist aussichtslos. Die Niederlande kapitulieren. Die Niederlande waren im Ersten Weltkrieg neutral geblieben und wir waren da stolz auf. Wir sind neutral gewesen in diesem großen Krieg. Und wenn der Zweite Weltkrieg in 1939 kam, haben wir gesagt, wir sind und bleiben neutral. Und Belgien hat das auch gesagt und Deutschland hat auch gesagt, ja okay, Niederlande bleibt neutral. So, die meisten Leute, ich denke 99%, hat gedacht, wir bleiben draußen in diesem Krieg. So, die Einmarsch der Deutschen war, ja, niemand hat es geglaubt, dass es Wirklichkeit war. Am 16. Mai 1940 marschieren die Deutschen in Amsterdam ein. Die Nazis haben Familie Frank eingeholt. So nah hätten sie ihnen eigentlich nie wieder kommen sollen. Solange Holland nicht besetzt war von den Deutschen, haben die Eltern versucht, möglichst viel von den Kindern fernzuhalten. Politische Gespräche nur dann zu führen, wenn die Kinder im Bett sind und den Kummer, den sie hatten, die Angst, die sie hatten, was passiert als nächstes, von ihnen fernzuhalten. Mit der Besetzung Hollands hat sich das natürlich verändert. Das erste Jahr war noch einigermaßen harmlos, ja, für die jüdische Bevölkerung, aber dann gingen die antijüdischen Verordnungen los und die haben ja auch die Kinder sehr betroffen. Und ein Kind versteht nicht, warum es plötzlich nicht mehr in den Park gehen darf oder keine Straßenbahn mehr benutzen darf oder nicht mehr ins Schwimmbad darf.
und all das und warum es dann sogar auf eine andere Schule muss und nicht mehr mit den alten Freunden auf der Schule sein darf. Also da haben die Kinder dann schon sehr genau mitbekommen, was es bedeutet, nicht gewünscht zu sein und unterdrückt zu werden. Nach und nach werden auch in Holland antisemitische Rassengesetze eingeführt. Von Juden geleitete Unternehmen werden 1941 schließlich arisiert. Otto Frank hat damit bereits gerechnet. Er kann sich auf die Loyalität seiner Mitarbeiter verlassen. Otto Frank hatte das große Glück, dass er wirklich, aber das hing sicher auch an ihm, an seiner Art, dass er sehr treue Mitarbeiter hatte. Und er ist eben, als es dann Juden verboten war, Geschäfte zu führen, aus dem Geschäft offiziell ausgestiegen und seine Mitarbeiter haben für ihn die Geschäfte weitergeführt. Er hat natürlich weiterhin Geld verdient und er hat auch weiterhin Entscheidungen getroffen, aber nach außen hin war eben alles gut geregelt. Am 22. Februar 1941 attackiert ein Überfallkommando der Nazis wahllos und auf offener Straße jüdische Männer, schlägt sie nieder und verschleppt mehr als 400 von ihnen. Angeordnet wird die Razzia von Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart. Die niederländische Bevölkerung ist schockiert. Antijüdischer Terror. Nicht nur in Deutschland, jetzt auch im eigenen Land. Viele Menschen protestieren und legen ihre Arbeit nieder. Der Streik wird jedoch schnell und mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Die Judenverfolgung ist nun in den besetzten Ländern ebenso Alltag wie in Deutschland. Was vorher schon beschlossen war, wird am 20. Januar 1942 auf der Wannsee-Konferenz in einer Villa in Berlin im Detail besprochen. Die Organisation der Endlösung der Judenfrage. Seit dem Herbst des vergangenen Jahres in Deutschland bereits Pflicht, wird im April 1942 auch in den Niederlanden der Judenstern angeordnet. Die Straßenbahn nicht benutzen, das Fahrrad abgeben, ausschließlich in jüdischen Geschäften einkaufen, die Kinder auf jüdische Schulen schicken, sich durch den gelben Stern als Jude kenntlich machen. Die Ausgrenzung ist auch in Amsterdam deutlich spürbar und macht Angst vor dem, was noch kommen mag. Am Merwedeplein haben sie ihr neues Zuhause aufgebaut. Es ging ihnen gut. Doch der deutsche Rassenwahn hat die Familie Frank eingeholt. Was nun? Weiter flüchten? Oder einfach das Beste hoffen? Tatsache ist, dass Otto Frank ja noch sehr spät, 1941, versucht hat, mit seiner Familie aus Holland auszureisen. Er hat monatelang wirklich intensivste Anstrengungen unternommen, mit Hilfe seines amerikanischen Freundes, den er ja aus dem Studium kannte, nach Nordamerika zu kommen und als man gesehen hat, das geht also auf gar keinen Fall, vielleicht über Kuba zu gehen. Und bis zum Kriegseintritt Amerikas hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es noch irgendeine Möglichkeit gibt, doch Holland zu verlassen, weil ihm da zu dem Zeitpunkt klar war, es wird einfach richtig schlimm werden. Otto Frank will weg aus Amsterdam, weg aus Holland. Besser heute als morgen. Nicht nur die politische Lage macht ihm zu schaffen. Otto Frank wurde erpresst. Ein ehemaliger Mitarbeiter wollte ihn anzeigen, weil er sich deutschfeindlich geäußert hätte. Und ein gewisser Toni Ahlers, der auch ein Nazi war und eine windige Erscheinung war, kam mit diesem Brief, der eigentlich an die Gestapo gehen sollte, zu Otto Frank und hat gesagt, schauen Sie, hier ist dieser Brief, den man über Sie geschrieben hat. Geben Sie mir Geld und ich vernichte diesen Brief. Zu dem Zeitpunkt stand Otto Frank wirklich unter enormem Druck. Deswegen wahrscheinlich auch dieser dringende Wunsch aus Holland weg. Und parallel eben die Vorsorge, was machen wir, wenn wir doch nicht wegkommen. Für den Fall, dass Sie nicht wegkommen, gibt es bald einen Plan. Otto und Edith Frank ist klar, dass es für die Juden in Holland immer schlimmer werden wird. Und wenn es soweit ist, müssen sie sich mit ihren Töchtern vor den Nazis verstecken. Im hinteren Teil des Bürogebäudes ist Platz. Die Räume in der ersten und der zweiten Etage über dem Lager stehen leer. Anne weiß nichts von diesen Plänen. Sie ist 12 Jahre alt und soll die Tage unbeschwert genießen. Und in der Pubertät
gilt Annes Aufmerksamkeit sowieso eher dem neuesten Klatsch und Tratsch, ihren Freundinnen und Jungs. Anne war da schon sehr offensiv und sehr früh dran in ihrem Interesse fürs andere Geschlecht. Ja. So. Und das geht natürlich auch bodenständigeren Mädchen dann auch auf die Nerven, wenn eine immer sagt, und der ist in mich verliebt und jener und solcher und alle, die ganze Welt dreht sich nur um mich. Ja, das ist dann einfach viel zu viel und so war es auch. Peter Schiff, ein Emigrantensohn aus Berlin, hat es Anne angetan. Sie sieht ihn und ihr ist klar, den werde ich heiraten. Er muss eben nicht nur ein entzückend aussehender Junge gewesen sein, sondern muss auch eine ganz, ganz herzliche, lustige Art gehabt haben. Hat immer viele Ideen gehabt, war auch so ein Anführer unter seinen Freunden, der einfach mit sehr viel Esprit und Liebenswürdigkeit aufgetrumpft hat sozusagen. Also der muss schon faszinierend gewesen sein, auch für Anne. Am 12. Juni 1942 wird am Merwedeplein gefeiert. Es ist Annes 13. Geburtstag. Sie bekommt viele Geschenke, darunter eine blaue Hose, ein Spiel, Pfingstrosen und ein Tagebuch. Genau das rot-grün karierte, das sie sich gewünscht hatte. Noch am selben Tag schreibt Anne zum ersten Mal hinein. Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe. Und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein. Schreiben war Annes Stärke. Sie ist ja in der Schule auch mehrfach aufgefallen damit, dass sie kleine Theaterstückchen, kleine Geschichten geschrieben hat, dass sie auch, wenn sie eine Strafaufgabe schreiben musste, die dann vorlesen durfte, weil sie so gelungen war. Also Schreiben lag ihr schon sehr und das hat sich schon vorher abgezeichnet, dass sie in diese Richtung tendiert. Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Die Härte der Judenverfolgung schockiert die Holländer. Jedoch wird der Nationalsozialismus in den Niederlanden längst nicht von allen abgelehnt. Anton Mussert, Leiter der 1931 gegründeten nationalsozialistischen Bewegung, wittert seine Chance. Es war wirklich eine Minderheit und es sollte immer eine Minderheit bleiben. Und wenn die Deutschen hier waren, haben sie das Idee, dass sie jetzt neben die Deutschen das Land leiten sollten. Die nationalsozialistische Bewegung, kurz NSB, wird schon bald zur einzig zugelassenen Partei in den Niederlanden. Anton Mussert zum Führer des niederländischen Volkes ernannt. Es ist der 5. Juli 1942, 3 Uhr am Nachmittag. Am Merwedeplein 37 klingelt es an der Tür. Edith öffnet, es ist ein Postbeamter. Er übergibt ihr ein Einschreiben, Absender Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Edith Frank hat diesen Brief geöffnet und ist eigentlich davon ausgegangen, dass es der Aufruf für Otto Frank ist und war also wohl wirklich der Boden unter den Füßen ist also ihr weggerissen worden, als sie gelesen hat, dass dieser Aufruf ihrer Tochter gilt. Gerade 16 Jahre alt soll Margot, Annes ältere Schwester, zum Arbeitsdienst nach Deutschland gebracht werden. Sie hat sich bei der Zentralstelle zu melden, dann geht es mit dem Zug in das Lager Westerbork, von dort aus weiter. Mitzunehmen unter anderem Decken, Teller, Tasse, feste Winterschuhe, 2 Paar Socken. Für Otto steht fest, entweder sie gehen alle oder keiner. Die Familie wird sich nicht trennen. Es ist soweit. Am nächsten Morgen werden sie ins Versteck gehen. Ottos Mitarbeiter sind in den Plan eingeweiht. Sie haben versprochen, der Familie zu helfen, wo sie können. Miep hat die Aufgabe übernommen, Margot, die ja nun die unmittelbar Verfolgte war, ins Hinterhaus zu lotsen. Das haben die eben auf Fahrrädern gemacht, möglichst unauffällig, natürlich ohne den Judenstern Margot, möglichst unauffällig dahin zu radeln, niemandem aufzufallen. Sie hatten das Glück, wenn man so will, dass es an dem Morgen geregnet hat, dass also wahrscheinlich weniger Leute auf der Straße waren.
als sonst an einem Montagmorgen. Und diese Situation konnten auch die Franks nützen, also der Rest der Familie Frank nützen, Otto, Edith und Anne, die dann zu Fuß vom Merwedeplein in die Innenstadt gegangen sind. Das ist ein ganz schön weiter Fußmarsch. Ich hatte zwei Hemden, drei Hosen, zwei Paar Strümpfe und ein Kleid an. Darüber Rock, Mantel, Sommermantel, feste Schuhe, Mütze, Schal und noch viel mehr. Ich erstickte zu Hause schon fast, aber danach fragte niemand. Im hinteren Teil des Bürogebäudes in der Prinzengracht 263 findet die Familie am 6. Juli Zuflucht. Im ersten Stock, direkt über dem Lager von Opekta und Pektakon, schlafen im vorderen Zimmer Otto und Edith, im Zimmer daneben Anne und Margot. Das kleine Bad geht vom Zimmer der Mädchen ab. Ottos Angestellter Hermann van Pelz und seine Frau Auguste hatten gemeinsam mit dem Ehepaar Frank das Versteck vorbereitet. Auch sie sind Juden. Auch sie tauchen eine Woche nach den Franks im Hinterhaus unter. Hermann und Auguste van Pelz waren eigentlich wirklich das Gegenteil von Familie Frank, was ihre Lebensweise und ihre Art betrifft. Die beiden waren, und vor allem Auguste van Pelz offenbar, auch wenn das sicher oft überzeichnet wird, trotzdem ist da sehr viel Wahres dran, waren sehr emotionale Menschen, die diesen Emotionen auch Luft gemacht haben, wenn ihnen danach war, sehr spontane Menschen, sicher sehr herzliche Menschen, aber eben auch sehr schnell in eine Art von Explosion sich öffnend, die den Franks und vor allem dieser sehr reservierten, stillen Edith Frank sehr unangenehm werden konnten. Auch Peter, der Sohn des Paares, zieht ein. Er ist ebenso wie Margot 16 Jahre alt und es wäre eine Frage der Zeit gewesen, bis auch er zum Arbeitsdienst nach Deutschland aufgerufen würde. Hermann und Auguste schlafen im Zimmer im zweiten Stock, das auch als gemeinsamer Wohnraum und als Küche der zwei Familien dient. Peter hat sein Bett in der Kammer daneben, von wo aus die Treppe zum Dachboden führt. Die Familie Frank ist untergetaucht, nur die Helfer sind eingeweiht. Annes Schulfreundin Hanna geht am Tag darauf zu Anne zum Spielen, wie immer in den Ferien. Doch Anne ist plötzlich verschwunden. Ich kam morgens früh zum Spielen und ich klingel und keiner macht auf. Und wie dann endlich die Tür aufgemacht wird, denn der jüdische Untermieter, der wohnte unterm Dach, dann guckt er mich ganz erstaunt an, ja, was willst du denn? Der Mann kannte mich 9 Jahre und ich sage, wir haben Ferien, ich komme zum Spielen. Und da sagt er, weißt du nicht, die Familie Frank ist in die Schweiz. Einen Brief haben sie in der Wohnung hinterlassen, der vortäuschen soll, sie seien bei den Verwandten in Basel. Sie waren eben nicht bei uns und wir wussten nicht, wo sie sind. Wir haben natürlich immer eine große Angst um die Familie gehabt. Weil wir wussten, was los war, was vorging. Aber wir wussten nicht, wo sie waren. Das Abtauchen ist geglückt. Familie Frank ist von der Bildfläche verschwunden und fürs Erste sicher. Mit Hilfe der Mitarbeiter wird die Tür zum Hinterhaus als Bücherregal getarnt. So kommt keiner der Lagerarbeiter auf die Idee, in den Räumen im ersten und zweiten Stock herumzustöbern. Die Familie richtet sich derweil ein, so gut es eben geht. Keiner weiß, wie lange sie bleiben müssen. Vielleicht bloß ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate. Anne dekoriert die Wände mit ihren gesammelten Postkarten, Fotos von Filmstars und Königskindern. Draußen geht die Verfolgung gnadenlos weiter. Vor Beginn des Krieges, eigentlich als Auffanglager für jüdische Flüchtlinge aufgebaut, wird nun seit Juli 1942 das Camp Westerbork als Durchgangslager genutzt. Juden werden hierher verschleppt und schließlich deportiert. Jeden Dienstag fährt ein Zug in Richtung Osten, in die Vernichtungslager der Nazis. Vor diesem Schicksal scheint Anne Frank im Hinterhaus sicher. Doch sie weiß, was draußen vor sich geht. Wenn es in Holland schon so schlimm ist, wie muss es dann erst in Polen sein?
Wir nehmen an, dass die meisten Menschen ermordet werden. Der englische Sender spricht von Vergasungen. Vielleicht ist das noch die schnellste Methode. Einerseits haben die Helfer natürlich immer wieder einiges erzählt, welche Bekannten nun wieder verhaftet worden sind, welche Mitschüler nun deportiert worden sind. Also das hat sie schon ziemlich genau mitbekommen. Und dann vor allen Dingen alles, was weitergeht, was passiert nun eigentlich mit den Verhafteten und Deportierten? Auch davon wusste sie ja erstaunlich viel. Das war sicher Radio BBC und eben auch die Helfer. Der Mann von Miep Kies, Jan Ries, war ja im Widerstand, hat also auch einiges an Informationen gehabt. Und Anne hat da offenbar sehr genau zugehört. Alle im Hinterhaus wissen genau, dass sie sehr vorsichtig sein müssen. Sie kochen oft gemeinsam, sitzen zusammen und reden, immer mit gedämpfter Stimme. Bis 5:30 sind unten die Lagerarbeiter. Die Kinder lernen viel, um nach dem Krieg in der Schule mitzuhalten. Margot macht sogar einen Latein-Fernkurs, natürlich unter anderem Namen. Die Buchhalterin Bepp lässt sich die Unterlagen in die Prinzengracht schicken. Anne sitzt oft oben am Dachbodenfenster und schaut nach draußen. Von dem Fenster aus guckt sie direkt auf die Westerkerk. Vater, Mutter und Margot können sich noch immer nicht an das Geräusch der Westerturmglocke gewöhnen, die jede Viertelstunde angibt, wie spät es ist. Mir hat es sofort gefallen. Und besonders nachts ist es so etwas Vertrautes. Nach und nach gewöhnen sich die beiden Familien an ihr Leben im Versteck. Nach 4 Monaten zu siebt im Hinterhaus kommt im November ein 8. Mitbewohner dazu. Miebs Zahnarzt Fritz Pfeffer, auch ein aus Frankfurt emigrierter Jude, hatte sie um Hilfe gebeten. Er braucht dringend ein Versteck. Er war ein Mann der alten Schule, der, was Erziehungsansichten anging, eben wirklich eher altmodisch war. Er war aber ein sehr gefühlvoller Mann, eigentlich ein sehr herzlicher Mann. Und er war sehr einsam im Hinterhaus natürlich. Alle hatten ihre Familien, nur er stand da zwischen den Fronten. Das Platzproblem ist schnell gelöst. Margot schläft bei den Eltern im Zimmer nebenan. Fritz Pfeffer zieht bei Anne ein. Ich bin, ehrlich gesagt, nicht so erfreut darüber, dass ein Fremder meine Sachen benutzt. Aber für eine gute Sache muss man was übrig haben. Und ich bringe dieses kleine Opfer dann auch gern. Wenn wir jemanden retten können, ist alles andere Nebensache, sagte Vater. Und damit hat er vollkommen recht. Wenn die Lagerarbeiter Feierabend machen, beginnt für die 8 Untergetauchten der schönste Teil des Tages. Der Drehschrank vor der Tür wird aufgeschoben und sie können endlich einmal raus aus ihrem Käfig. Es war im Grunde ein Ritual, aus diesen 50 Quadratmetern, die das insgesamt höchstens waren, im Hinterhaus rauszugehen. Jeder sich in einen anderen Raum im Büro zurückzuziehen. Der eine hat dann mal gebadet. Die Anne und Margot haben sich ins Büro von Miep gesetzt und am großen Schreibtisch was geschrieben. Ich glaube, es war wirklich diese Luftveränderung und dieses Gefühl, ich kann mir die Beine vertreten und habe da Auslauf. Das war das Wichtigste an dem Ganzen. Fast jede Nacht verlassen sie ihr Versteck, trotz der extremen Gefahr. Der Lagerarbeiter Willem van Maaren ahnt, dass etwas vor sich geht. Die Heimlichtuerei der Büroangestellten kommt ihm komisch vor. Als Hermann van Pels eines Nachts sein Portemonnaie im Lager verliert, ist er sich sicher. Willem van Maaren, dieser Lagerleiter, hat das Portemonnaie gefunden und ist damit zu Kugler gegangen, um ihn zu fragen, wem denn dieses Portemonnaie gehört. Und um einmal mehr zu sticheln, ich weiß doch, dass da jemand im Hinterhaus ist, jetzt sagen Sie doch mal endlich, was los ist. Also das hat die Untertaucher schon einmal mehr in Gefahr gebracht und in Probleme gebracht. Kugler hat das natürlich vom Tisch gewischt, aber es war ihm völlig klar, dass Willem van Maaren damit nicht zufrieden ist und dass da wirklich eine extreme Gefahr in der Luft liegt. Es beklemmt mich doch mehr, als ich sagen kann, dass wir niemals hinaus dürfen. Und ich habe große Angst, dass wir entdeckt und dann erschossen werden. Das ist natürlich eine weniger angenehme Aussicht.